Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Kommentare zu dieser Sendung und allen anderen könnt ihr hinterlassen auf manglaubtesnicht.wordpress.com. Wir freuen uns sehr über eure Dialoge mit uns. Martina hat was vorbereitet zum Thema Ersatzreligionen, Religionsersatz. Ja, genau. Also, das sind nämlich zwei ganz interessante Phänomene, die auch oft thematisiert werden. Gibt es, worüber wir auch schon gesprochen haben, gibt es so einen Kern im Menschen, der danach verlangt, mit irgendwie religiösen Themen oder Aktivitäten sich zu beschäftigen? Und wenn die offiziellen Religionen weggehen, muss dann irgendwie was Neues kommen, und was kommt dann? Das ist ja auch was an den humanistischen Einstellungen schon mal kritisiert wird. Das sei eben so rational und so wenig emotional, und da würde doch irgendwie was fehlen. Und dann gibt es halt diese großen Trends: Yoga, Meditation, irgendwelche Ayurveda. Ayurveda, ne, was es da so alles gibt, ne, Wellness, was man eben als vielleicht als Ersatz, oder nicht als Ersatzreligion, sondern als Religionsersatz für bestimmte Aspekte vielleicht identifizieren oder definieren könnte. Esoterik ist ja auch so ein großes Feld. Und auch der, was immer wieder genannt wird, ist auch der Umweltschutz. Ja, Umweltschutzbewegung. Die Ökoreligion. Das ist die Ökoreligion. Genau. Ah ja, ich dachte, es gibt noch genau, mit der heiligen Greta. Also, und das ist doch interessant. Also das interessiert mich zumindest. Erstens, braucht der Mensch halt wirklich eben so eine Religion? Was ist da für den attraktiv? Was ist da vielleicht der Ersatz? Und ist das schlecht, dass man sich den Umweltschutz oder bestimmte Umweltschutzbewegungen als Ersatzreligion wählt oder als Religionsersatz für bestimmte Aspekte? Also wenn man sagt Religion, meint man ja so ein spirituelles Gedankensystem, ja? Und wenn man jetzt eine Ersatzreligion sucht, dann geht man ja davon aus, dass natürlicherweise erstmal alle Christen sind, oder was? Und dann nimmt man aber was anderes her als Ersatz. Aber das müsste dann ja auch ein spirituelles Gedankengebäude oder System von spirituellen Ideen sein, damit es als Ersatz für eine Religion fürs Christentum zum Beispiel herhält. Das heißt, ist Umweltschutz denn ein spirituelles Gedankengebäude und System von irgendwelchen spirituellen Ideen? Ist Umweltschutz so ein Ding, was die Religion ersetzt? Also was diesen Aspekt der Spiritualität der Religion ersetzt? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, Moment. Also jetzt muss man nämlich gut überlegen, was sind überhaupt die wichtigen Kennzeichen einer Religion? Und da haben wir ja schon mal öfter drüber gesprochen, dass sich das im Laufe der Zeit verändert hat. Also dass das, hier schreibt zum Beispiel der Gerd Hendrich 2013 auf den Seiten der Bundeszentrale für politische Bildung eben für die zum Thema die Moderne und Religionen, wie sich halt das Bild der Religion und auch die Funktion der Religion gewandelt hat. Ne? Mhm. Früher war das ja auch noch was, hatte das auch noch was Rechtliches zum Beispiel. Als Normgeber war das eben stärker relevant, ne, was die Religionen gesagt haben. Und er sagt jetzt, durch die Religionskritik und auch in der Aufklärung gab es eben so einen Wandel, zumindest jetzt hier, zum Beispiel in Europa, dass ganz viele von diesen Funktionen weggefallen sind und es mehr so geht um ein religiöses Gefühl, das einen halt begleitet, also dass das, was du sagst, so, es ist sowas eher was hast du jetzt gesagt, was? So ein Gedankengebäude von spirituellen Ideen. Spirituell, was Spirituelles, ne? Also wirklich noch dieses, was halt so innerlich wirkt. Also das ist individualisiert worden, dieser Glaube, zum Teil zumindest. Viele Leute sagen, ja, sie sind irgendwie religiös oder glauben an irgendwas oder glauben, dass da noch irgendwas ist. Aber das ist jetzt nicht das, was die katholische Kirche so vorgibt. Mhm. Ne? Also viele Leute sagen, sie sind spirituell oder, ne, also wir erkennen sowas durchaus an, aber halten sich jetzt nicht an alles, was die Kirchen sagen, und sind jetzt nicht so ein Mitglied von denen, dass sie auch diese Normen übernehmen, mhm, und so weiter. Und die suchen sich dann eher so ein, man nennt das dann so Patchwork-Religion, bauen sich so eine Patchwork-Religion zusammen aus so kleinen Religionsersatzstücken. Also, nehmen so ein bisschen beim Yoga, ne, gehen die so in sich hinein, ne, und nehmen Kontakt mit sich auf oder machen Meditation. Die nehmen Kontakt mit sich auf.
zum Beispiel, ne, oder ne, also so mit der inneren Musik der Spiritualität zum Beispiel. Ich verstehe. Ne, sowas. Oder dann hat man hier eben im Umweltschutz an was, das man glaubt. Ne? Aber dieses Umweltschutz passt für mich irgendwie nicht da rein. Ja, weil pass da geht es ja irgendwie um, wie rettet man die Welt, ist ja ultra komplex. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man das ohne rationelle Formeln, Statistiken, Zahlen, Technologien löst, sondern dass man dann nur so ein Gefühl nachhängt. So, genau. Oh, der Baum, ich umarme ihn, dadurch geht's jetzt das Klima. Ja, Moment, aber das ist was, ja, das ist ja was, wie gesagt, da kommt es drauf an, welche Eigenschaften der Religion da zum Wirken kommen. Also einmal dieses spirituelle Gefühl, ne? Mhm. Da kann man eben so kleine Versatzstücke benutzen. Also zum Beispiel jetzt beim Umweltschutz, dass man sagt, es muss alles natürlich sein. Technik ist schlecht, ne? Das scheint irgendwie auch so ein deutsches Ding zu sein. Ne? Es muss, man geht in die Natur steht halt sehr hoch, ne? Man kriegt dann irgendwie so ein warmes, erhabenes Gefühl, wenn man in den Wald geht und ne, hat so eine Resonanzerfahrung. Das ist ja auch was in der Philosophie oder Soziologie dann eben auch angesprochen wird mit Musik und Natur. Und dann kann man halt das eine oder das andere betonen. Ne? Also, dass man sagt, es ist halt so ein Gefühl, was ich habe, so verstehe ich das zumindest, ne? Was ich habe, wenn ich an Natur denke und mich da aufhalte. Und das ist halt etwas, was heilig ist. Ne? Also etwas, was wichtig ist und was schön ist. Und jetzt so rationale Überlegungen, die technischer Natur sind, die lehne ich ab, ohne dass ich halt da rational drüber nachdenke. Aber ist das denn schon Umweltschutz, wenn man in der Natur schwelgt, nee, so wie du das beschreibst? Nee, überhaupt nicht. Aber jetzt ist eben dieser eher Religionsersatz, wie ich den verstehe, dass man einzelne Aspekte sich heraussucht aus irgendwelchen Bereichen, die vornehmlich der Sinnsuche, also den persönlichen Gefühlen dienen. Ne? Also sowas wie, das ist ja das, was die Religion beantwortet, was passiert nach dem Tod? Ah, ich gehe in der Natur auf, dann werde ich zu diesem Baum. So könnte man das ja ersetzen. Ne? Das ist ja dann irgendwie ein schönerer Gedanke, als ich werde von den Würmern gefressen und die können dadurch überleben oder was auch immer. Ne? Also, auch eine schönere Vorstellung, als ich werde von Gott abgeurteilt. Ja, zum Beispiel. Ne? Ja, vielleicht auch doch. Doch, ich finde, das macht sehr viel Sinn. Ja, für dieses persönliche Gefühl. Aber das ist eher Religionsersatz und das hat in der Tat noch nicht so viel mit Umweltschutz zu tun. Aber jetzt gibt es die Ersatzreligionen und da gibt es dieses gern genannte Beispiel auch des Fußballs. Klar kann man einfach sich für Fußball ein bisschen interessieren und dahin gehen. Und wenn man jetzt aber andere Kennzeichen der Religion zuordnet, sowas wie, das steht über allem. Ich grenze mich ab dadurch. Nehmen wir mal diese Hardcore-Hooligan-Fans. Ich habe zu Hause einen kleinen Altar. Ne? Mein ganzes Leben dreht sich um den Fußball und ich nutze das zur starken Identifikation mit einer Gruppe. Mein ganzes Handeln richtet sich danach aus, nach diesen Regeln, die es da gibt rund um den Fußball. Und ich habe eben dann so verfeindete Gruppen, ne, mit denen die ich dann vielleicht auch bekämpfe. Dann sind da eben andere Aspekte einer Religion, nämlich eben nicht nur diese innerlich mir sinnstiftenden oder Trostspendenden, wenn ich an den Tod denke, sondern auch, da wird eine Gemeinschaft geschaffen, da wird eine Abgrenzung geschaffen, da habe ich eben so einen Lebensinhalt, nach dem ich mich ausrichten kann. Und die Instanz, die auf der anderen Seite steht, also zum Beispiel so ein Fußballclub, arbeitet eben auch mit Methoden, die angelegt sind an das, was die Religionen traditionell machen. Und das ist im Umweltschutz eben auch so, wenn man sich bestimmte Organisationen anguckt. Hierzu titelt die Taz: Extinction Rebellion ist nicht Opium, sondern Ecstasy fürs Volk. Was ist denn Extinction Rebellion? Extinction Rebellion ist, also Fridays for Future ist ja sehr bekannt. Das ist ja diese Umweltbewegung, die von den Schülern ausgegangen ist. Oder Greta Thunberg hast du ja eben schon erwähnt, die in den Streik getreten ist. Die ja auch so eben zum Beispiel diese, du hast eben schon Heilige Greta gesagt, ich weiß es nicht. Ja, das ist ein Reflex, den die auslöst. Ne? Die löst ja, sobald die da irgendwo sitzt, löst die einen unglaublichen Sturm des Hasses aus. Und einen großen Sturm der Begeisterung. Und auch. Das auch, genau.
Auf jeden Fall wird die, das ist zum Beispiel etwas, ne, die emotionalisiert sehr stark, die arbeitet sehr stark mit Emotionen. Natürlich ja, schreibt sie auch oder sagt sie auch, dass sie da ein Wissenschaftlerteam hat, dass da auch immer alles entsprechend oder sie berät, ne, dass die Fakten auch stimmen. Aber im Grunde arbeitet die ja extrem emotional und bringt das Ganze ja auch auf so einen apokalyptischen Punkt. Ne? So, wenn wir jetzt das nicht machen, dann gehen wir übermorgen unter, und zwar alle. Ne? Ja, ja. Also, und das, da fangen dann an, so Mechanismen zu wirken, die man vielleicht klassischerweise in Religionen auch antrifft, und auch eine gewisse Radikalität, ne? Wo man sagt, so alles andere ist jetzt, also was man so hört, natürlich sind das dann Schüler, aber was man da auch in diesem Umfeld hört und auch von Extinction Rebellion, sage ich gleich noch was zu, ist eben so, ja, wenn in 3 Jahren die Welt untergeht, dann muss ich jetzt auch nicht mehr in die Schule gehen. Ja, geht doch zu eurer Arbeit, aber dann habt ihr halt auch keine mehr in 10 Jahren, weil dann haben wir hier alle keine Welt mehr. Ne, solche Aussagen sind natürlich sehr polarisierend, und das ist was, was man vielleicht eher auch so einer Glaubensgemeinschaft zuordnen würde, als jetzt einem Wissenschaftlerteam, das sich darüber aufhört. Oder halt einem Kind. Also ich finde das für Kinder eigentlich nicht so überraschend, dass da so emotional diskutiert wird. Ja, dann, weißt du, das ist auch Wut. Die so, ja, dann scheiß doch drauf, dann macht doch euer Scheißding. Ich meine, ich finde das gar nicht so erstaunlich, dass die Greta dann so. Weil das finde ich eher kindlich als religiös. Mir kommt das einfach eher kindlich. Weil man ist halt sauer, setzt sich da voll drauf, dann fängt ein Hype an, man wird unterstützt hier und da. Aber im Grunde genommen finde ich es immer noch total kindlich. So argumentieren halt Kinder. Mhm, okay. Irgendwie nicht so religiös, sondern eher kindlich. Ja, dann können wir ja mal uns diese Extinction Rebellion angucken. Die ist nämlich überhaupt nicht kindlich, sondern das sind halt Erwachsene, teilweise auch fortgeschrittenen Alters, die sich da organisieren. Und die sagen, ja, das geht Fridays for Future. Okay, die zumindest gehen die nicht in die Schule, das ist ja schon mal ein gewisser Regelverstoß. Aber die sagen, dieses Problem ist so drängend, dass wir uns da nicht auf die normalen demokratischen politischen Mittel verlassen können, sondern wir müssen weitergehen. Also wir müssen Wege blockieren, wir müssen irgendwie Maßnahmen ergreifen, die uns potenziell auch ins Gefängnis bringen können, weil sie eben gegen die Regeln sind, weil das alles nicht schnell genug ist und das Problem ist so drängend, dass wir nicht warten können, bis die nächsten Wahlen sind und so weiter und die Politiker reagieren und so. Also wir gehen da einen Schritt weiter und sind entsprechend organisiert in auch lokalen Gruppen. Und jetzt ist interessant, hier gibt es eben so eine Innensicht von der Anke Richter, die in der Taz schreibt. In Neuseeland sind die da unterwegs, ne, bei XA, wie die sich auch nennen, Extinction Rebellion. Also hier schreibt sie, am Montag, nachdem die Rebellen, Extinction Rebellion, als Frühaufsteher bereits ein Ministerium in Wellington blockiert und sich innen an eine Bankfiliale geklebt hatten, brach in London ein Mann beim Straßenprotest zusammen. Er zitterte, weinte, hielt verzweifelt ein Foto seiner Kinder hoch. So, da gibt's schon so gewisse Parallelen. Aus Verzweiflung? Weil er Angst hat, dass seine Kinder keine Zukunft mehr haben. Und ganz ehrlich, bei dem, wie die kommunizieren, Extinction Rebellion vor allen Dingen, ja, bekommt man Angst um seine Kinder. Und zwar nicht irgendwie so schwammig, sondern so, oh Mist, ne? In 10 Jahren gibt's hier keinen grünen Hai mehr. So, und jetzt schreibt Jutta Ditfurth dazu. Jutta Ditfurth warnte währenddessen per Twitter vor Extinction Rebellion. Eine Sekte sei das anti-intellektuell und hyper-emotional. Also es gibt durchaus diese Diskussion, ne? Was ist das denn jetzt eigentlich? Mhm. Jetzt schreibt hier Anke Richter aus diesem Camp, ne, in dem sie da ist. Es gibt dann diese Camps, es gibt ein Onboarding, da werden dann entsprechend, wird eingeübt, was man dann so macht, blockieren und so weiter. Aber die Leute werden auch eingeschworen. Krass. Ja. Hier, ich zitiere nochmal aus dem Artikel. Sea Rothmann heißt die, gebürtige Grazerin mit türkis gefärbten Haaren, ist eine der Extinction Rebellion Sprecherinnen in Neuseeland. Sie zog sich ein Krakenkostüm an, um uns neue bei den Rebellen ohne Grenzen einzuführen. Nicht als Gag, sondern weil das Tier der Vorbote der ökologischen Katastrophe sei. Die promovierte Meeresbiologin tauchte am sterbenden Great Barrier Reef und hat die Antarktis bereist. Rothmann erläuterte zuerst alle furchtbaren Fakten und sprach dann über den Albtraum, den wir uns nicht vorstellen können, mit Tränen in den Augen. Am Ende ihres Vortrags weinte ich auch. Ich dachte an den Strand voller Vögel, an dem ich noch früher am Morgen gestanden hatte. Und an meine Söhne. Oje, oje, oje. Einer ist jetzt Vegetarier, der andere will definitiv keine Kinder bekommen.
Ja, das ist ja nicht so schlimm jetzt, die beiden. Nee, das ist ja nur mal sowas da, aber was das schon... Ja, das wird aber als anormal gesehen. Ja. Ja, als anormal nicht, sondern als schon, also wie das... Als krasse Reaktion. Ja, so. Krass, du willst keine Kinder kriegen. Krass, du wirst Vegetarier. Ja, ob die krass ist, weiß ich nicht. Also der Titel ist, dieser Artikel ist im Übrigen nicht negativ, sondern der ist positiv. Ne? Also die findet das gut. Diese Extinction Rebellion findet die gut. Ja, apokalyptische Visionen, Gruppenprozesse und Gefühlswellungen, das ist auch Sektenstoff. Ja, so Massenhysterien auslösen in so Gruppen ist natürlich meiner Meinung nach kein lauteres Mittel, um irgendwas zu erreichen in einer demokratisch offen freien Gesellschaft. Finde ich doof. Massenhysterien mit Absicht auszulösen, damit die Leute dir folgen, finde ich scheiße. Das sind doch ganz klasse. Also ich habe in den späten 90ern mit den Resten der historischen Antifa zu tun gehabt, viel. Das sind doch ganz die sind klassische auch so. Mittel von Linken. Das sind die Katerlinke. Das ist ganz klassisch, was sie das so machen. Da kenne ich alles wieder. Also die Leute, die sich jetzt als Antifa organisieren sich vielleicht anders. Das ist ja schon lange her. Und haben auch eine andere Motivation, wenn man sich guckt, was da im Osten vorgeht. Aber damals haben wir das so gemacht. Das war eine Politsekte. Die haben ganz ähnlich gearbeitet. Ja, und um den Hambacher Forst gibt es ja genau auch diese Diskussion. Ist das? Ja, und dann hast du kommt die Extremismustheorie zur Rettung geritten, ne? Das jetzt für die Hälfte der Hörer verlieren. Aber die Rechten arbeiten ja auch nicht anders. Die sagen dann, wir müssen was tun, wir können nicht darauf. Es ist so schlimm, die Umvolkung. Oder meinetwegen die Chemtrails, dass wir werden alle vergiftet, unsere Kinder werden umgebracht, wir müssen was tun, wir können nicht auf die Politik warten. Die Muster sind doch da ähnlich. Das ist doch nichts Neues. Ja, aber jetzt ist die Frage, wie bewertet man das? Mhm. Weil hier steht, wie kritisch sieht Juval Yaor ist so ein Kultforscher aus Colorado, der sich eben mit Kulten, Sekten und so weiter beschäftigt. Der letzte Abschnitt ist jetzt hier, wie kritisch sieht Yaor Extinction Rebellion in diesem Kontext? Na, ist das eine Sekte oder nicht? Darf man das oder nicht? Inbrunst und Begeisterung, ob durch Traumabonding oder prominente Unterstützer wie Keira Knightley und Michael Stipe, die sich auch für die engagieren, sei an sich wertfrei, sagt er. Sekten sind laut Definition schlecht, aber viele positive Gruppen ähneln ihnen in manchen Aspekten, zum Beispiel die französische Resistance im Zweiten Weltkrieg. Ehrfurcht einzuflößen ist ein gutes Mittel, um Menschen zu beeinflussen. Wenn die Situation ernst ist, wäre es nachlässig, das nicht zu nutzen, um Massen zu einem Wandel zu bewegen. Extinction Rebellion bezieht sich auf Fakten, aber arbeitet mit Emotionen. Das ist nicht esoterisch oder verwerflich, sondern schlau und richtig. Ach, ich finde das unlauter. Leute zum Weinen zu bringen, mit sie hinterher das machen, was du von ihnen willst. Naja, würden die jetzt argumentieren, genau wie die Leute auch im Osten argumentieren würden. Das Problem ist echt. Ne? Ja, die wollen ja die Welt retten. Die wollen ja nicht die Leute manipulieren. Der Grad ist vielleicht... Ja, aber der Zweck heiligt nicht die Mittel. Genau, das ist nämlich... Das finde ich persönlich. Also okay, ich aber was ist denn, wenn alle anderen Mittel genau. im Laufe der letzten 30 Jahre versagt haben? Ja, dann haben wir Pech gehabt. Ich finde, man kann nicht zum Betrüger... Ja, dann, aber man kann doch nicht zum Betrüger werden, nur weil man seine... Ja, aber die betrügen doch nicht. Was ist denn daran der Betrug? Nicht betrügen, aber unlauter. Ich finde es halt unlauter, wenn man Leute in Emotionen manipuliert, weil das tun die ja schon. Aber Politik läuft doch nur noch so, dass mit Emotionen gearbeitet. Welche Partei arbeitet denn nicht mit Emotionen? Ja, aber das finde ich alles nicht gut. Das ist ja genau mein Argument. Ich finde das nicht gut. Ich finde das auch nicht in Ordnung, wenn man sagt, ja, wir haben halt keinen anderen Mittel, wir müssen euch jetzt alle manipulieren. Tut uns leid. Wir blitzdingsen euch jetzt. Und dann heult ihr alle und dann retten wir die Welt. Also das muss ich jetzt leider machen. Für nicht, da stellt man sich auf einen Standpunkt, den ich moralisch verwerflich finde, weil du dann selber dir so viel Recht gibst, dass du alles rechtfertigen kannst an emotionaler Manipulation. Das finde ich nicht gut. Wenn man nicht weiterkommt mit seinen Argumenten und mit lauteren Methoden, dann hat man halt Pech gehabt. Fuck it. Aber du kannst ja nicht zum Zauberer werden oder zum Manipulator oder zum Sektenführer, nur weil du deine Fälle wegschwimmen siehst. Ich finde das nicht okay. Aber Menschen sind halt beeinflussbar, ne? Ja, eben. Und manipulierbar. Und die Frage ist halt tatsächlich, wenn man sich das nicht zu eigen macht, dann gewinnen halt die anderen, ne? Das ist ja, das hatten wir ja nicht auch schon mal, als es so um Polemik ging und so. Wenn die anderen polemisch sind, darf man dann auch polemisch sein und das alles verkürzen. Nein, man muss derjenige sein, der die guten Sachen macht und nicht sagt, ja, die bösen Sachen sind zwar böse, aber ich mache es jetzt auch, weil die anderen machen das ja auch. Ich finde, man muss derjenige sein, der das, was man die ganze Zeit rausposaunt und was das Gute wäre, muss man halt auch machen. Und wenn man sagt, das ist nicht geil, Leute zu manipulieren mit irgendwelchen Emotionen, die man heraufbeschwört in Massendingern,
dann muss man das auch nicht selber machen. Nur weil die Rechten das machen und damit Erfolg haben, ist das, finde ich, nicht okay, das selber zu machen. Das als Werkzeug zu benutzen, was man bei den anderen verurteilt. Hm. Ja, es geht ja nicht um die Rechten, sondern es ist eine ganz allgemeine Sache, ist, dass die Leute sagen, aber ich möchte mit meinem SUV 500 Meter zur Arbeit fahren, jeden Tag, freies Hubraum. Das ist mein Grill und mein argentinisches Kotelett kommt da drauf. Das ist ja auch nicht rational. Sonst hat man recht. So haben wir schon immer so gemacht. Da muss man dem vielleicht entgegentreten. So, nein, nein, nein. Ja. Euer Arsch brennt. Euer Arsch brennt. Ja, genau. Es wäre ja auch nicht mein Ansatz, das so zu machen. Ich würde das ja auch so nicht machen wollen. Den Leuten entgegentreten finde ich auch okay. Nur mit welchen Mitteln muss man sich halt überlegen. Und ich finde, dass wenn man jetzt die Leute zu Seminaren einlädt, an irgendwelchen Stränden und die alle zum Heulen bringt und danach denen beibringt, wie man eine Revolution auslöst und gegen das Gesetz verstößt, finde ich halt nicht so geil. Mein Ansatz wäre, einen Podcast darüber zu machen. Tada! Nein, aber was ich meine ist, mein Ansatz wäre, mich innerhalb des Rechts und der von der Gesellschaft beschlossenen gemeinsamen Regeln zu bewegen und das auszunutzen, was ich an Spielraum habe und nicht zu sagen, ja, mein Anliegen ist aber so geil, ich kann jetzt die Regeln brechen. Das sagt die Kirche ja auch, das kritisieren wir doch immer. Die Kirche sagt, nein, wir dürfen unsere eigene Justiz haben. Die Kirche sagt, was wir machen, so geil, in der Verfassung. Da drin steht, wir müssen das machen. Wir müssen Sonderrechte haben. So, die berufen sich nämlich darauf. Die berufen sich darauf, wie die die Autokonzerne sich darauf berufen, dass in den Gesetzen steht, dass sie solche Autos bauen dürfen. Die Fleischesser berufen sich darauf, dass es ihnen selbstverständlich zusteht, dass ist total egal, billiges Fleisch vom Aldi zu kaufen jeden Tag und so weiter und so fort. So kannst du in alle Richtungen argumentieren. Das ist so. Das ist halt so, ist in der Richtung kein gutes Argument. Da kannst du vielleicht wenn du sagst, es gibt keine Krise, sondern wir haben eigentlich gar kein Problem, aber wir diskutieren jetzt mal so ganz entspannt, ob die Mehrwertsteuer um 1% hoch oder vielleicht doch um 1% runter soll. Dann kannst du das so machen. Aber die Leute sagen, es ist eine Ausnahmesituation, wir können da nicht mehr so drüber reden. Es geht um zu viel, um uns auf korrupte Gesetze zu verlassen. Ja, aber ich habe dann auch gedacht, das kannst du ja auch über alles Mögliche sagen. Ja, ne? Ja. Also, wer entscheidet denn, welches Anliegen genau wichtig ist? Weil du kannst genauso, dann sagt der andere halt so, ja, okay, also in 100 Jahren geht die Welt unter, aber sorry, in 15 Jahren steht ganz Afrika bei mir vor der Haustür und metzelt mich ab. Genau. Dann bringt uns das jetzt auch nichts mehr, wenn wir 100 Jahre noch eine Welt haben. Ich habe ja gesagt, hurra, da kommt die Extremismustheorie angeritten. Ja. Das sind nämlich vom Prinzip die gleichen Methoden. Ich sage ja auch nicht, dass das richtig so ist. Naja, aber die Situation ist, glaube ich, nicht so klar, wie man sich das vorstellt. Also das Urteil, das man darüber fällen kann, ist nicht so klar, wie man sich das vorstellt. Ich weiß nicht. Also ich finde, man muss innerhalb der demokratischen Regeln bleiben. Und die Demokratie hat viele Vorteile und die hat auch viele Nachteile. Und viele Leute sind nicht mehr von den Vorteilen so überzeugt. Und in meinen Augen ist einer der großen Nachteile von so demokratischen Systemen, dass sie unheimlich langsam sind. Weil halt in großen Gesellschaften so ein Meinungsbildungsprozess und dann tatsächlich meine Regeländerung einfach lange dauert. Ja, und das ist natürlich ein Problem, wenn man jetzt die Umwelt sieht und merkt, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit und der politische, demokratische Prozess dauert vielleicht länger, als wir noch haben. Das ist natürlich ein Problem. Auf der anderen Seite muss man ja auch sehen, dass Demokratien und dieser Meinungsbildungsprozess in den letzten Jahrzehnten unglaublich davon profitieren könnten, dass man jetzt so Medien hat wie das Internet. Man könnte ja das Internet auch als positiven Demokratiebeschleuniger benutzen und nicht als dumme Social Medias. Also ich denke, dass man auch heute noch innerhalb demokratischer Regeln die Möglichkeit hat, Sachen zu verändern und zwar auch in einer Geschwindigkeit, die jetzt nicht letal für den Globus ist. Also das ist meine Einschätzung der Situation. Vielleicht ist die auch ungebildet und dumm oder naiv und schönrederisch oder keine Ahnung. Aber ich halte daran fest, ich möchte irgendwie, dass die Leute bei lauteren Methoden bleiben und sich innerhalb des demokratischen Regelsystems bewegen, weil wenn die sagen, ja, unser Ding ist aber so eine geile Sache, das rechtfertigt jetzt jede Ausnahme, dann muss man sich fragen, wer entscheidet, was jetzt nicht noch alles so eine Ausnahme ist, und davor habe ich Schiss. Wenn jeder sagt, ja, nee, meins ist jetzt aber eine Ausnahme, also sorry, dann da sehe ich nicht, das sehe ich nicht, wie das funktionieren kann. Ja, ich finde das auch richtig, weil ne, nach diesem Punkt, ja, wer entscheidet das denn? Ja, wer soll das entscheiden? Ne? Ist entsprechend schwierig. Aber interessant ist ja auch nochmal zu gucken, wieso funktioniert das denn so gut? Ne? Also vielleicht nochmal im Detail zu gucken, was wird da überhaupt übertragen und was ist das? Ich habe nochmal hier so ein Zitat jetzt nochmal von der Seite für politische Bildung.
Religionspsychologie und Soziologie schreiben dem Religionsersatz auch Funktionen zu, die ursprünglich dazu dienten, das Religiöse vom Profanen zu unterscheiden. Und das ist ja auch sowas, irgendwie so ein Bestreben des Menschen. Es soll nicht alles so profan sein, sondern ich lese mal vor, was das für Dinge sind. Auserwählt sein als exklusive Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Wir sind diejenigen, die Bescheid wissen und so weiter. Entsündigung, das Abstreifen des Alltäglichen und Abgrenzung zu anderen Verhaltensweisen, Gruppen und Weltdeutungen als Hoffnung auf Überwindung persönlicher Probleme. Dann, wenn ich mich jetzt total auf die Weltrettung, also umweltschutzmäßige Weltrettung konzentriere, muss ich den ganzen anderen Krempel, den kann ich jetzt erstmal beiseite tun, weil das ist jetzt nicht mehr so wichtig. Wir müssen jetzt die Welt retten. Mhm. Ist halt entsprechend auch weniger Komplexität. Heilserwartung als Besonderheit der eigenen Weltsicht und Hoffnung auf Verbesserung des Lebens, sogar als umfassende Sinngebung. Und das Ritual als standardisierte oder gar stereotype Verhalten und Handlungsmuster in Teilen der Alltagspraxis. Das könnte ja sogar sowas sein wie jetzt Müllvermeidung oder was auch immer. Aber das sind so Dinge, die bei den Menschen halt wirken. Und das ist ja auch interessant, wieso das so ist und dass man den da entsprechend packen kann und oft nicht durch die rationalen Überlegungen. Ja, aber dass das geht, das ist ja, also ja, das ist jetzt nicht so überraschend. Nee, das ist, ja, aber es ist halt so. Und wenn wir aber so ein, ich weiß nicht, ob das möglich ist, das völlig auszuklammern oder wo soll das dann hin? Diese Bedürfnisse nach so, nach diesen Punkten. Ja gut, da ist doch die Trennung ganz schön zwischen Religionsersatz und Ersatzreligion. Ganz unbeschadet davon, was man jetzt von der Klimakrise hält oder nicht, oder ob die vielleicht gar nicht da ist, oder ob ich doch mehr Hubraum brauche, was auch immer, kann man ja überlegen. Hier wird vielleicht unbeabsichtigt, vielleicht beabsichtigt von einem kleinen Kreis von Leuten eine Ersatzreligion gebaut. Das ist doch der Punkt, den du hast, oder Martina? Und dann geht es irgendwann nicht mehr um den Inhalt, sondern nur noch um die Methoden, die man verwendet. Das heißt, ich kann diese Ersatzreligion auch bauen um die Chemtrails, gegen die man sich unbedingt wehren muss, weil sonst die Kinder vergiftet werden, gegen die Umvolkung, weil meine Kinder sonst von im Massenmorden von, ja, ihr wisst schon, oder gegen der Jordan. Die Muster sind doch dann gleich, oder verstehe ich das? Doch, absolut. Das sind die gleich, deswegen heißt es ja auch Ersatzreligion. Diese Ersatzreligion bitte auch auf unsere Liste schreiben wollen, gegen die wir was tun müssen, um ethische Fortschritte zu machen als Gesellschaft. Ja, sehe ich auch so. Es ist nicht nur die Katholiban oder die Musulmanen, sondern es sind auch die, wenn die Extinction Rebellion Leute so funktionieren, dann muss man auch dagegen was tun, auch wenn das vielleicht blöd ist, weil eigentlich hat man den Eindruck, ah, die sind einer guten Sache auf der Spur, ja. Und dann muss man auch die Chemtrails-Leute oder die Homöopathie-Leute mit auf die Liste schreiben. Genau, das ist dann schade, gegen die zu sein, weil die Sache eigentlich gut ist und man müsste was für die Umwelt tun, aber nicht so, finde ich. Nicht mit diesem. Nicht so. Wenn man gegen die Ersatzreligionen ist, müsste man einen Religionsersatz für die Menschen finden, die irgendwas brauchen, aber das nicht so schädlich ist. Ja, die Religions, also Religionsersatz als dann ein komplettes Konstrukt ist mit Sicherheit einflussreicher, weil das ja auch komplett durchdacht ist, ne, mit allen seinen Methoden, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, als jetzt dieser Religionsersatz, ja, wenn man jetzt mal zum Yoga geht oder... Ja, aber auch da ist die Gefahr, dass du halt, du suchst dir was aus Versatzstücken zusammen. Das passt dann nicht so recht, aber du machst es trotzdem. Und dann kommt jemand mit was um die Ecke, was die gleiche Funktion erfüllt, was aber viel besser passt. Und was vielleicht, weil es jemand ausgedacht hat und was vielleicht auch gerade in den gesellschaftlichen Dialog passt oder was auch immer, die Themen, die in der Luft liegen und so weiter und so fort. Und dass der oder die Leute dann wieder anzieht. Dann hast du nämlich eine neue Religion. Ja, das ist aus dem Religionsersatz schnell eine Ersatzreligion geworden. Also das ist ja die Elben wussten damals, du kannst den Ring nicht jemandem anders geben. Die Person, die den Ring bekommt, wird böse. Du musst den Ring vernichten. Der Ring muss vernichtet werden. Ja, gut. Das heißt, es reicht nicht, finde ich, dass die Leute sich von der katholischen Kirche oder ihren wem auch immer abwenden und sagen, ihr seid doof. Aber ich suche mir jetzt meinen eigenen Kram zusammen. Das reicht eigentlich nicht. Das ist ein guter erste Hälfte. Die zweite Hälfte ist, ich darf das auch nicht mehr brauchen müssen. Deshalb sage ich immer, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast sage, wir brauchen einen ethisch-moralischen Sprung. Wir müssen die Welt anders verstehen. Wir müssen es anders benehmen. Es reicht nicht, wenn wir von einer dieser gemütlichen Ecken in die nächste fliehen. Dadurch wird nichts besser.
Ja. Langfristig wird da nichts von besser. Das finde ich ein ganz gutes Statement. Das leuchtet mir sehr ein. Dann müsste man nur noch, aber das ist vielleicht was für die nächsten Sendungen, definieren, wie das denn aussehen könnte. Aber das stimmt. Oder diskutieren. Auf den ersten Blick scheint es besser zu sein, wenn die Leute vom Katholizismus weggehen zu Wasserwellen, Steinen, die sie in ihre Wasserflasche legen, weil das halt esoterisches, gemütliches Dings ist. Da denkt man, das ist schon mal ein Schritt besser. Aber in Wahrheit ist das wahrscheinlich nur ein winziges Stück besser, weil es halt nicht so ein großes Aggressionspotenzial bietet. Aber die Ablenkung, das Potenzial, irgendwelche Probleme in der Welt zu lösen, ist natürlich gleich null bei sowas. Jo. Insofern stimme ich dir da total zu. Das ist auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen weniger gefährlich, auf den zweiten Blick aber verbessert sich nichts dadurch, ne? Ja, zumindest ist das Institutionelle weg, ne? Dass einer großen Gruppe von Menschen ein Führer sagt, was sie halt zu tun und zu lassen haben, sondern es individualisiert sich mehr und geht halt mehr ins Innere hinein. Das sehe ich schon als erstmal eine Veränderung, ja, die schon mal ganz gut ist. Ist der erste Schritt, ist die erste Hälfte. Ja. Mhm. Dass man sich loslöst von jemand, der einem dann auf ganze, also fürs Ganze, ganzheitlich, fürs ganze Leben sagt, wie es gehen muss. Ja. Aber es stimmt schon. Das ist immer noch. Ja, genau. Fährlich. Eigentlich müsste man irgendwie dahin kommen, dass die Leute das gar nicht mehr als Bedürfnis sehen, sich so einen Quatsch zu verschreiben, ne? Jo. Oder sehr bewusst sagen, okay, ich fühle mich komisch, ich mache jetzt mal eine Drangwäsche. Und dann gucken sie erst nachts Star Wars-Filme oder gehen für ein Wochenende in den Wald. Ja? Und dann ist das Problem weg. Das wäre sehr reflektiert, ne? Ja, das wäre cool. Das stimmt. Ich habe gehört, es gibt jetzt auch ein neues Wort dafür, wenn man in den Wald geht. Das heißt jetzt nicht mehr spazieren gehen, sondern Tree Bathing oder Forest Bath oder. Ja, und für 20 Euro bist du dabei. Da kannst du mitmachen. Ist gar keine Frage. Gibt es auch ein Tree Bathing Kit? Und danach machst du ein bisschen Toast Facing oder wie das hieß. Toast Facing. Bread Facing. Bread Hugging. Vielleicht kann ich da jetzt noch ein persönliches Statement. Ich finde, sehe diese Leute auch kritisch, insbesondere wegen der Methoden. Nicht so sehr wegen des Inhalts, aber ich möchte die von den Schülern, von den Schülerinnen und Schülern schon sehr distanziert. Ja, das ist was anderes. Das finde ich uneingeschränkt gut, was die machen. Ich finde, das auch die Greta Thunberg, was sie macht, das ist ein junges Mädchen, die nichts anderes gemacht hat, als sich mit einem Schild vor ihr Parlament ganz allein zu setzen. Und der Rest ist ihr zugestoßen. Ich finde das auch ziemlich gut. Ich finde es auch unglaublich mutig, sich dann neben den Donald Trump vor die UN-Versammlung zu stellen und zu sagen, das ist doch Kacke, was ihr macht, und keine Angst zu haben. Ich finde es wirklich großartig. Ich finde das auch, also inhaltlich finde ich das auch richtig. Ich weiß nicht viel über die Leute, weil das die mich in meiner Einstellung zu der Sache nicht beeinflussen. Die Einstellung zu der Sache hatte ich nämlich vorher schon. Aber ich heiße das sehr willkommen, ich finde das auch großartig. Und diesen Hass, den die Leute da auf sich ziehen, von Erwachsenen, hauptsächlich erwachsenen Männern, ne? Das ist unglaublich. Das steht in keiner Relation. Dass man davon genervt sein kann, wenn die dir sagt, hör mal, da bin ich im Suff, will ich erd nochmal, ist doch kacke so. Genervt kann man sein, aber dann so einen Hass herauf zu beschwören, das finde ich ist erbärmlich. Ja, das finde ich auch. Erbärmlich, die Leute. Ja, das finde ich auch. Wirklich erbärmlich. Das ist ein ganz junges Mädchen, fast noch ein Kind, eine Jugendliche. Das sehe ich genauso, ja. Das jetzt nur in Klammern. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns bereits jetzt schon auf eure Kommentare bei manglaubtesnicht.wordpress.com. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt und auch nächste Woche wieder einschaltet.